Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Get Digital Unboxing. Ich glaube, es ist die Get Digital. Steht gar nicht drauf. Ja, habe ich Bock zu. Get Digital. Digital, wie ich es immer gerne ausspreche. Das kann man immer so schön dahin schlönzen. Finde ich gut. Wir gucken mal rein, was so drin ist. Wir haben das und das. Achso, okay. Das ist das T-Shirt. Wir fangen mal mit dem T-Shirt an. Ratet mal. Jawohl. Das ist weich. Ja. Neue Zuschauer wundern sich sicherlich, warum ich das mache. Wenn ich es nicht mache, kriege ich Ärger von den alten Zuschauern. Die wollen das sehen. Die wollen sehen, wie ich den Weichtest mache. Und das ist ja auch wichtig, damit ihr das wisst. Ne? Nicht, dass ich mal irgendwann sage, boah, ist das hart. Kann ja auch mal passieren. Wir haben ein Motiv. Natürlich. Das T-Shirt mit Motiv. Wäre ohne Motiv komisch. Mein Gott, ist das groß. Aber das ist halt meine Größe. Oder habt ihr diesmal... Sag mal, habt ihr meine Größe nach oben geschraubt? Hatte ich nicht mal... Also hier ist 4XL. Eigentlich habe ich 3XL. Komisch. Wahrscheinlich denken die, ich werde immer dicker. Und deswegen... Ach so, ja. Deswegen kriege ich immer größere T-Shirts. Was haben wir hier? Wir haben hier den Castlevania-Spielautomaten. Dann haben wir hier die Winchesters von Supernatural. Die erkenne ich doch sofort. Dann haben wir hier Buffy. Dann haben wir hier Blade. Wir haben Van Helsing. Und wir haben den Gecko hier. Ne? Den Gecko aus... From Dusk Till Dawn. Ihr wisst Bescheid. Ne? Den Clooney George. Ja. Die wollen alle natürlich Dracula töten, also Vampire töten, ne? Castlevania, Vampire töten und so, ist so Vampirtöter. Alles Vampirtöter, alles, alles Vampirtöter, hier, ne? Weißt du Bescheid, den Belmont haben sie weggelassen, warum auch immer. Und hier hätte man natürlich auch die Frog Brothers nehmen können von Lost Boys. Und hätte jetzt nicht, aber das sind die Winchesters. Ne? Alles klar, finde ich cool, gefällt mir gut, schönes Motiv, finde ich auch eine witzige Idee. Ganz schön viele Franchises in einem, aber meistens ist es ja so, wer auf Vampire steht oder... auf Vampirjäger steht, der wird natürlich auch Spaß an diesem Ding haben. Ne? So, was haben wir hier? Wir haben, ich dachte, erst ist es noch ein T-Shirt, es ist aber kein T-Shirt. Es ist, ihr seht schon, was es ist. Es ist hier. Es ist eine Schürze. Es ist eine Schürze für den Grillermeister. So, für den Grillermeister. Was haben wir denn da drauf auf der Schürze? Oh, die passt mir sogar. Geil. Ja, ich weiß nicht, ob ich sie hinten zukriege, aber muss ich ja jetzt auch nicht. Was haben wir denn hier? Könnt ihr es sehen? Ich kann es nicht sehen, das ist das Blöde. Ich kann auf dem Kontrollmonitor, es ist ein bisschen klein. Ich muss es mir direkt angucken, aber ich mache es auch mal ein bisschen größer für euch. Guck mal. So. Worum geht's? Ja, Auenland, Speiseplan. Ah ja, 7 Uhr Frühstück, 9 Uhr zweites Frühstück, 11 Uhr, 11 Uhr Imbiss, 13 Uhr Mittagessen, 16 Uhr, 4 Uhr Tee, 17 Uhr Abendessen und 19 Uhr das Nachtmahl. Da fehlt aber irgendwie noch was zur Mitternacht irgendwie. Das ist natürlich der Speiseplan von den Hobbits. Merry und Pippin, die fragen ja auch direkt nach, so nach dem Motto, was ist denn mit dem zweiten Frühstück? 11 Uhr Snack? Das ist der Joke innerhalb des Films, ihr kennt das sicherlich auch. Ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch so vorkommt. Ich glaube nicht. Aber lustig, gefällt mir, find ich vor allem schön. Vor allem ist das eine hochwertige Schürze. Die ist übrigens nicht so weich. Funktioniert auch. Ah, siehst du? Ich wusste, irgendwann kommt der Tag. Aber fühlt sich trotzdem gut an. Gefällt mir, finde ich auch vor allem schön. Ich brauche sowas nicht. Tatsächlich, wenn ich grill, dann brauche ich sowas nicht. Wenn ich koche, brauche ich sowas eigentlich auch nicht. Wann brauche ich sowas denn? Ich weiß es nicht. Vielleicht braucht jemand anders das. Dann wird es weitergegeben. Was haben wir denn hier noch? Guck mal. Wir haben einen Stift von Super Mario mit Buu drauf. Und ihr kennt den ja, ne? Der ist immer dieser, wenn ihr hinguckt, bleibt er stehen. Und ihr wegguckt. Und dann kriegt er euch. Ja, es ist Buhu. Ja, Pencil-Topper. Finde ich auch nicht schlecht. Kann man sagen, ist jetzt nichts Besonderes, aber ist ganz süß. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier ein Item zu Star Wars. Ach Gott. Eine Matruschka zu Star Wars. Ja, wenn ihr... Also es gibt so Dinge, die braucht man im Leben und es gibt so Dinge, die braucht man nicht im Leben. Das ist so ein Artikel, den braucht man definitiv nicht im Leben. Tut mir leid, wenn ich euch da... Krieg die nicht mal auf. Die ist natürlich wieder zugeklebt. Der Klebestreifen ist genauso breit, wie die Möglichkeit, da reinzukommen. So. Wir haben eine Matruschka. Wen haben wir denn da? Oh, die ist sogar noch in einer Blind Bag, damit wir nicht wissen, welche es ist. Und die Blind Bag ist auch nochmal ein Blind. Das ist... Ah, okay. Das ist die Matruschka mit dem Vader Darth. Luke, ich bin dein Vater. Und da drin ist... der Mufti. Der Großmuff. Tarkin. Ja. Und im Tarkin, wer glaubt es kaum,
Ups, die sind alle schon so ein bisschen auseinandergefrickelt. Da muss ich zum ersten Mal gucken, dass ich wieder zukriege. So, den Tarkin, dann haben wir da den Sturmtrooper drinne, den klassischen. Ja, und ganz innen drin ist nochmal, das ist dann auch der letzte. Wer ist Imsen? Ich weiß es nicht. Imsen ist der letzte, der innen drin ist. Jo, kann man machen. Finde ich jetzt, weiß ich nicht. Das ist wieder so ein Artikel, wo ich sage, oh Gott, billiger Star Wars-Scheiß. Ganz ehrlich, ich meine das auch nicht böse. Star Wars-Fans haben da vielleicht ihre Freude dran. Und so Matruschkas, das hat ja auch was Klassisches. Aber wenn, dann bitte aus Holz, nicht aus Plastik. Und ich finde die ehrlich gesagt ziemlich dumm. Also das ist was ich jetzt nicht sammeln würde. Und es ist halt wieder wahrscheinlich extra teuer, weil es halt eine Star Wars-Lizenz hat. Und man muss auch nicht überall Star Wars draufdrucken. Das macht's nicht besser. Es hätte auch noch andere coole Versionen hier gegeben. Die seht ihr hier und hier. Und wenn ihr das Item schön findet, dann ist das schön für euch. Ich finde es eher so... Aber das ist halt manchmal so. Man kann nicht alles gut finden. Und ja, es ist halt, für mich ist das jetzt nichts. Witzig, höchstens. Schauen wir einfach, was wir sonst noch so haben. Wir haben, was ist das? Aha, Metallic Molten Gold. Nickelodeon. It bounces and macht nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Verschluckbar. Ist es die Verschluckbar? Wir haben, ich hoffe, ich kriege es irgendwie geöffnet. Nehmen wir doch einfach das Messer. Wir haben doch hier ein Messer, das geht doch viel besser. Mit dem Messer, wir machen es mal auf. Wir haben hier eine Dose Schuhcreme. Nein, das ist, glaube ich, keine Schuhcreme. Es ist was anderes. Es ist, okay, Gold. Es ist goldene Knete. Würde ich mal behaupten. Das ist doch Knete, oder? Ich mache die jetzt mal nicht auf. Aber das ist so Knete, die sich dann wieder, ja, die bringt ihr in Form und dann schmilzt die aber wieder zurück in ihre Ursprungsform oder so. Kann auch sein, dass die irgendwie magnetisch ist, weil steht was von Metallic. Liquid Lava Putty. Es sieht natürlich mega geil aus, finde ich. Ich habe hier jetzt die goldene Variante. Ich glaube, die gibt es auch bestimmt noch in Silber. Ich weiß nicht, ob die in der Lootbox drin gewesen wäre, aber ich habe jetzt hier die goldene Variante. Es ist witzig. Es ist halt Knete. Die soll halt irgendwelche speziellen Eigenschaften haben. Ich will die jetzt nicht auspacken, weil das, ja, ihr wisst Bescheid. Das würde dann wieder nur rumfliegen und so und das möchte ich eigentlich nicht. Außerdem, wenn die Katze dabei geht, dann habe ich ein Problem. Dementsprechend eine Dose Knete. Ja, was haben wir noch? Wir haben... was haben wir denn hier? Wir haben das hier. Wir haben das hier. Das ist eine Tüte, da sind 2 Sachen drin. Beziehungsweise ist eine Sache drin. Und zwar finde ich das ziemlich geil. Das ist Keyholder. Ja, und ihr seht schon, das sind so Steine, ne? Klemmbausteine, die könnt ihr dann benutzen mit so Ketten dran, da könnt ihr eure Schlüssel dran machen. Und auf der Rückseite ist dann nochmal so ein bisschen was an Band, das könnt ihr dann an die Wand kleben und dann könnt ihr eure Schlüssel da befestigen. Finde ich ziemlich witzig. Wenn ihr letzten Monat den Becher gelootet habt, könntet ihr euren Schlüssel sogar an den Becher machen. Im letzten Monat war nämlich so ein Becher drin, auch mit Klemmbausteinen und da hättet ihr dann jetzt die Möglichkeit, eure Schlüssel da dran zu ballern. Oder was ihr auch immer an Ketten habt. Vielleicht habt ihr auch andere Sachen an Ketten. Gibt ja Leute, die haben Leute an Ketten, Sachen an Ketten. Was haben wir hier noch drin? Wir haben hier das hier drin. Was ist das? Oh Gott. Ja, der zweite Artikel, den ich persönlich wieder nicht so dolle finde, das ist eins dieser Trumpfspiele, die Trumps. Spider-Verse Top Trumps. Ja, das sind immer die Artikel. Ich erkläre das immer gerne so, das sind die Artikel, bei denen die meisten Leute sagen, oh ja, ganz nett, es ist zu Marvel, ganz toll. Die packen es dann in die Schublade, da vergammelt das dann ein halbes Jahr, bis man es dann irgendwem zum Geburtstag schenkt, der vielleicht was damit anfangen kann. Wenn du Kinder hast, ganz andere Sache, die freuen sich sofort über diese Sachen. Das ist natürlich mega cool, weil es Spider-Man ist und es ist auch schön, mit seinen Kids solche Trumpfspiele zu spielen. Ne? Ihr kennt das, das ist ja... Früher hatten wir sowas mit LKWs und Motorrädern. Heutzutage ist das halt mit Superhelden. Finde ich aber nicht schlecht. Es ist nur nichts, was ich jetzt gebrauchen kann. Und bei mir wird es halt genauso wie bei den meisten vermute ich mal in der Schublade landen und dann irgendwann wieder rausgegraben werden. Oder wenn man mal eine Lootbox selber macht und sagt, ach komm, ich muss mal ein bisschen was loswerden oder im Flohmarkt, dann liegen diese Dinger da wieder mit dabei. Also... Weiß ich nicht. Könnte man auch drauf verzichten, ehrlich gesagt. Ich finde es halt doof. Ist halt aber auch wieder nur meine persönliche Meinung. Wenn ihr das toll findet, ist das schön. Ich muss nicht alles toll finden. Was haben wir hier? Bewertungssticker. 12 wetterfeste Bewertungssticker. Ja, ich mache das mal auf. Die sind in einem verschlossenen Umschlag, damit man auch bei den Bewertungen nicht cheatet. Nein, ich glaube, das hängt nicht damit zusammen. Ja, das sind so Sticker. Ich guck mal, die sind dann... auf sehr dünner Folie und da gibt es halt so Sachen wie ein Stern nicht zu empfehlen, nicht
Ja, oder auch ein Stern, nichts zu meckern, ich kann mich nicht beschweren. Gibt es nämlich auch Leute, die so bewerten. Das kennt man halt. Ist mir einfach zu billig. Die könntet ihr natürlich jetzt auf verschiedenste Gegenstände kleben. Das könnt ihr auch tun, aber bitte, 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 klebt es nicht auf irgendwelche Gegenstände in der Öffentlichkeit. Klebt es nicht irgendwo dahin, wo irgendjemand dann wieder damit beauftragt werden muss, die zu entfernen. Die sind wahrscheinlich leicht zu entfernen, aber trotzdem, das muss ja nicht sein. Es muss nicht sein, dass da irgendjemand dann gegen euch extra losrennen muss, um das zu entfernen. Nur damit ihr einen lustigen Spaß hattet. Das ist natürlich lustig und für euch zu Hause ist das eine feine Sache. Könnt ihr machen und wenn ihr einen guten Kumpel habt, dann könnt ihr das bei dem auch mal irgendwo draufkleben. Oder wenn ihr bei Freunden zu Besuch seid, könnt ihr dessen Besteck bewerten. Besteck, ja vielleicht nicht das Besteck, aber vielleicht deren Teller oder so. Da klebt ihr dann auf den Teller drauf. Nicht sehr zu empfehlen, wenn ihr fertig seid mit dem Essen oder so. Oder keine Ahnung, lasst euch was einfallen. Lasst euch was einfallen, das könnt ihr, oder auf irgendwelche Elektrogeräte, die haben, könnt ihr gerne machen. Bei Freunden ist das in Ordnung, nicht auf fremdes Eigentum kleben. Sage ich immer wieder gerne dazu, weil da fühle ich mich einfach auch irgendwo, weiß ich nicht, das kostet alles Geld. Trotzdem finde ich die ultra witzig, also das sollte man auf jeden Fall mal dazu sagen. Machen wir weiter mit der Tüte. Ihr wollt wissen, was in der Tüte drin ist. Diese wunderbare Tüte. Kennt das die bunte Tüte von früher? Ich lusche mal rein. Da ist was drin. Das ist da drin und da ist noch was drin. So, wir haben hier auf jeden Fall einen kleinen Button. Play-Button, nee. Nein, das ist natürlich nicht der Play-Button. Das ist ein Free-Hugs-Button. Gratis-Umarmungen vom Facehugger von Aliens. Ja, das Ding gab es auch als T-Shirt. Oder auch als Maske, ne? Free Masks. Da hieß es dann Gratis-Masken. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier diesen Free Hugs als Button, kleiner süßer Button, finde ich ganz niedlich. Und wir haben Mais-Snack, Korn-Snack, Honig-Mostard-Smack, das ist mit Honig-Mostard-Smack, also Honig-Senf-Geschmack, kriegst du ja nicht auf. Aber wir haben ja, ihr kennt ja das gelbe Messer, kennt ihr ja, ihr kennt auch vielleicht die grüne Schere, kennt ihr, wenn nicht, dann kennt ihr sie jetzt. Riecht gut, sieht ganz witzig aus, Mais-Snacks, das kennt ihr. Kennt ihr bestimmt, das ist halt einfach Maiskörner. Ne? Die sind steinhart. Und meistens schmecken die Maiskörner auch nach Mais. In diesem Falle hat man die halt in Honig-Senf getaucht. Und deswegen schmecken die nach Honig und Senf. Zwei Daumen hoch dafür. Gefällt mir. Finde ich ganz witzig. Obwohl so mit Maissnack eigentlich, also diese Art von Maissnack finde ich meistens ein bisschen, gerade wenn die so steinhart sind. Aber der Nachgeschmack ist geil. Der Nachgeschmack ist gut. Jetzt haben wir ja nur noch ein Item drin. Haben wir gar kein Upgrade diesen Monat? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wozu das Upgrade ist. Aber ich vermute mal, ich hält das hier in den Händen, weil das schon was ziemlich Geiles ist. Das sind nämlich, ja, Kotobukuya-Figuren. Und die sind auf jeden Fall nicht ganz billig, das kann ich euch sagen. Und das ist ein Exclusive. Wo das Exclusive ist, weiß ich nicht. Wo das auch immer exklusiv ist, man weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall zwei Figuren scheinbar und es sind Thor und Loki. Das passt natürlich gerade. Loki ist ja gerade in aller Munde wegen dieser tollen Serie, die ich immer noch nicht geguckt habe. Und da gibt es halt Figuren zu. Achso, ich sehe gerade, ich kann sie euch auch so zeigen. Schaut mal, ihr könnt das so aufklappen. Dann habt ihr hier nochmal eine schöne Grafik. Ziemlich witzig gemacht und dann seht ihr die Figuren, aber wir packen sie trotzdem aus, denn... Ja. Oh, die sind ja zigmal verpackt noch. Beide Figuren haben einen kleinen Standy mit dabei. Den werde ich jetzt nicht extra auspacken. Aber ich möchte euch diese Figuren zeigen, denn die sind vom Design her fantastisch. Zwei kleine, mega geile Figuren. Einmal den Loki in der klassischen Optik mit dem Tesseract. Und wir sehen einmal den Thor, wie er gerade seinen Hammer erhebt. Die beiden Brüder. Ziemlich geil. Gefällt mir. Gefallen mir richtig gut. Sind extremst tolle Figuren. Sehr geile Figuren. Finde ich super. Ganz, ganz toll. Also diese Figuren sind es auf jeden Fall schon wert, diese Box sich zu holen. So, was haben wir? Die Schürze, 17,95. Wir haben das T-Shirt, 17,95. Kostet alles 17,95. Wir haben die Matruschkas. Da hätte es auch alle Varianten gegeben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich zufrieden, dass ich hier den Vader habe. Weil, Quatsch. Ja, weil das ist halt Imperium. Das finde ich gut. Ich mag das Imperium. Den Rancor mit Jabba hätte ich auch lustig gefunden. Oder, ja.
Obwohl General Grievous und Darth Maul wären halt auch cool gewesen. Hauptsache nicht hier Kylo und diesen ganzen Quatsch. Ja. 8,95, guck mal, das kommt noch dazu. Das ist halt wirklich. Das ist halt. Man kann da auch nichts mitmachen, außer sich das hinstellen. Gut, das machen Sammler. Ich kann auch mit denen nichts machen, außer mir die hinzustellen, die hier im Hintergrund stehen, aber die sehen ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ja, das Ding hier. Oh, Entschuldigung. Das piept sich über. Das Brick-Dings-Ding. Ne, das hier. Na, die Klemmbaustein-Dinge. Kosten hier 12,95. Da muss ich echt überpiepsen, sonst kriegt er Ärger. Ja, Super Trumpf von Spider-Man 6 Euro, das ist okay. Die Sticker kosten 4 Euro. Diese Metallic-Tönen, schimmernde Liquid Lava. Kannst du nicht nur kneten, sondern auch langziehen, in Ballform hüpfen lassen oder beim Schmelzen zusehen. Kann sein, dass die nicht magnetisch ist. Also sie heißt halt mit Metallic. Weil sie halt in Metallic-Tönen ist. Das ist einfach nur die Farbe dann wohl. Der Pen. Der Stift hier mit dem Bu oben drauf kostet 3,95. Das ist, finde ich, vernünftig. Der Button kostet 1,45. Das ist Standard bei Get Digital. Das ist auch ein hauseigenes Produkt. Mir ist furchtbar warm, Kindern. Achso, okay. Und diese beiden Figuren hier sind tatsächlich das Upgrade gewesen. Das war nämlich zu Thor und zu Loki. Und die zwei kosten zusammen 25 Euro ungefähr. 24,95. Und die sind natürlich ziemlich cool, auf jeden Fall. Das ist was sehr, sehr Cooles. Gut, Figuren in dieser Größenordnung, aber das ist halt Kotobukuya. Die sind halt teuer, muss man einfach so sagen. Das ist halt einfach was Besonderes. Die werden auch von einem Designer sein, ganz speziell. Und wenn sie exklusiv sind, sowieso. So, bevor ich hier weiterschmelze, erkläre ich euch noch, dass Doom das Upgrade für nächsten Monat ist. Da bin ich sehr gespannt, was die sich da haben einfallen lassen. Doom habe ich Bock drauf. Ja, und ansonsten... Achso, es gibt hier noch diese die T-Shirts hier. Ich finde die jetzt nicht so, aber ich wollte sie euch zumindest mal gezeigt haben. Könnt ihr euch da auch holen, falls ihr da irgendwie Interesse habt. Gut, das war's von mir an dieser Stelle. Sagt mir gerne, wie ihr die Box findet. In den Kommentaren könnt ihr das gerne... Oh, ich schwitze wirklich ganz schlimm. In den Kommentaren könnt ihr da gerne drüber berichten, wie euch diese Box gefallen hat. Ihr könnt euch selber so eine Box holen. Diese jetzt speziell nicht mehr, aber ihr könnt euch selber so eine Box holen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link, wenn ihr den benutzt. Dann weiß Get Digital, dass ihr von mir kommt. Das ist eine feine Sache. Da freuen die sich und ich freue mich dann auch. Ja, und ansonsten wisst ihr Bescheid. Abo, Daumen, Benachrichtigungsglocke, wieder anschalten. Alles klar. Ich werde mich erstmal in die Eiswanne legen. Es ist einfach zu heiß hier. Ihr seht es auch, ne? Ja, ich weiß. Es ist schlimm. Ich mag das auch nicht. Aber ich wollte euch auch nicht mit dem Ventilationsgeräusch hier stören. Deswegen schwitze ich dann lieber vor euch. Ich schwitze also vor euch. Alles klar. Gut. Ich bin raus an dieser Stelle. Macht es gut. Genießt das schöne Wetter, wenn ihr denn welches habt. Bis dahin. Tschüss.